Ich komme aus dem Irak und bin in Basra geboren. Ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe einen Bachelor in dem Fach. Ich bin 32 Jahre alt. Meine Homosexualität habe ich recht früh, circa mit 16 oder 17, entdeckt. Danach war ich mit vielen Problemen konfrontiert: der gesellschaftlichen Ablehnung, der familiären Ablehnung, den Beziehungen, die im Geheimen stattfinden und die ich nicht zeigen darf. Dies hinterlässt auch psychische Spuren, dass du dich einsam fühlst. Niemand versteht dich, niemand hört dir zu. Und deine Nächsten, das heißt deine Familie, auch sie akzeptieren das nicht, wegen der Bräuche und der Traditionen und der Werte und der Gesellschaft und des Konservatismus. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Eine Zeit lang war ich selbstständig. Danach habe ich im irakischen Innenministerium gearbeitet. Mein Leben lang habe ich so gut es ging versucht, dass niemand von meiner Homosexualität erfährt. Versucht, dass ich so gut es geht meine Identität vor denen verberge, dass ich meine inneren Neigungen für mich behalte. Aber das kann man nicht. Beim Sturz des Regimes hat sich die Gesellschaft radikal gewandelt. Von einer säkulären, liberalen Gesellschaft, die zwar auch diese Werte und Prinzipien hatte, aber liberaler war, zu einer islamistischen Gesellschaft. Jetzt wird auf der Straße gemordet. Entweder wird man von seiner Familie getötet, die das für eine Schande hält, oder von Milizen religiöser Parteien, die Scharia umsetzen. Meine letzte Beziehung endete auch in so einem Schock. Die Person, mit der ich zusammen war, wurde ermordet. Eine religiöse Partei hatte davon erfahren. Auch ich wurde in dieser Zeit zweimal entführt. Beim zweiten Mal wurde ich geschlagen wegen meiner Homosexualität. Sie können über die Apps an dich rankommen, über den Chat, durch ihre Männer, die überall sind. Klar hatte ich Angst, weil ich jederzeit hätte ermordet werden können. Denn ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Leute auf der Straße getötet wurden, Schwule. Und die sind stolz drauf. Zuletzt wurde ich wie ein Hund auf die Straße geworfen. Nachdem ich geschlagen wurde, war ich dem Tod nahe. Und alle dachten, ich sei tot. Es ist die Hölle im Irak. In Deutschland lebte ich 2 Jahre lang in Schrecken, voller Angst, dass eine negative Antwort kommt und wohin ich dann zurückkehren würde. Dann kam die Antwort, eine positive Antwort. Das deutsche Recht war fair zu mir und ich bin sehr froh und danke dem deutschen Staat, der mich aufgenommen hat. Aber es gibt einen Haken, und zwar die Wohnsitzauflage für 3 Jahre. Ich habe im Flüchtlingsheim gewohnt und auch jetzt habe ich immer noch keine Wohnung. Das Leid, das ich im Irak erfahren habe, wurde auch hier Realität. Man steckt dich wohin, wo alle ursprünglich aus deiner Heimat kommen, aus deinem Leben, aus deiner Gesellschaft, entweder Syrer oder Iraker. Und schau, natürlich war ich von allen der einzige Schwule in der Unterkunft. Am Anfang hat man uns zu dritt zusammenwohnen lassen, noch ein älterer Iraker und ein jüngerer irakischer Kurde. Das Unheil ging von diesem aus, nachdem er meine Homosexualität entdeckt hatte. Beschuldigungen, Übergriffe, Schläge. Ich wurde im Heim mehr als einmal geschlagen und klar habe ich mich gewehrt. Ich möchte hier in Deutschland leben, in Deutschland studieren und arbeiten. Ich möchte etwas für die deutsche Gesellschaft leisten, da sie mir sehr viel gegeben hat. Jetzt lerne ich Deutsch. Ich habe B1 im Integrationskurs erreicht. Ich arbeite auch 5 Stunden täglich in einer Aluminiumfabrik bei uns in der Nähe. Das ist besser als rumzusitzen und Unterstützungsleistungen zu erhalten.